Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Katja hat später wieder die sportlichen Nachrichten des Tages. Ja, schönen guten Abend. Wir blicken jetzt gemeinsam auf die Themen an diesem Mittwoch. Der katholischen Kirche laufen die Mitglieder davon. Mehr als eine halbe Million Gläubige sind im vergangenen Jahr ausgetreten. Politikverdrossenheit und rechtsextreme Ansichten. Studie aus Leipzig sieht im Osten Unzufriedenheit mit der Demokratie im Alltag. Und im Visier der Fahnder. Razzien beim Immobilienkonzern Adler Group wegen des Verdachts der Falschbilanzierung und Untreue. Nie zuvor traten innerhalb eines Jahres mehr Menschen aus der katholischen Kirche aus. Es ist ein anhaltender Trend, der, wenn er sich weiter so dramatisch beschleunigt, neben der Kirche wohl auch große Teile der deutschen Sozial- und Bildungslandschaft treffen könnte. Schauen wir jetzt mal gemeinsam auf diesen Negativrekord. Vergangenes Jahr sind mehr als eine halbe Million ausgetreten. Die Zahl liegt damit deutlich über dem bisherigen Rekordjahr 2021. Da hatten mehr als 350.000 Katholikinnen und Katholiken der Kirche den Rücken gekehrt. Im Erzbistum München und Freising sind nach einem Gutachten zum Missbrauch dort die Austrittszahlen in die Höhe geschossen. Die meisten Austritte, die gab es letztes Jahr im Erzbistum Köln. Mehr jetzt von Stefan Leifert. Über 50.000 Kirchenaustritte allein im Erzbistum Köln, das gab's noch nie. Gestern erst eine Razzia bei Erzbischof Wölki im Zuge des Missbrauchsskandals. Heute die Nachricht, die Gläubigen gehen in Scharen. Auch deutschlandweit zeugt die Statistik regelrecht von einer Flucht aus der Kirche. Das ist heute ein bitterer Tag, an dem auch nichts schön geredet werden muss. Diese gigantischen Austrittszahlen, die uns schmerzen als Kirche in Deutschland, zeigen, dass wir in einer tiefen Glaubwürdigkeits- und Vertrauenskrise sind. Und wir müssen jetzt alle Anstrengungen ansetzen, um aus dieser Krise irgendwie herauszukommen. Die Kirche ist dabei, ihren Charakter als Volkskirche zu verlieren. Ein dramatischer Vertrauensverlust und eine Erosion, die nicht mehr aufzuhalten zu sein scheint. Die Zahlen sprechen jetzt sehr eindeutige Sprache. Die Kirche hat sehr viel Vertrauen verspielt, insbesondere durch den Missbrauchsskandal. Und sie handelt nicht entschieden genug, Christsein in der Kirche mit Zukunftsvision anzugehen. Die verstörende Missbrauchsgeschichte, jahrzehntelange Vertuschung und der mangelnde Reformwille vieler Amtsträger zählen zu den vielen Gründen für den Austrittsrekord. Da gibt es mehrere Gründe. Einmal natürlich die ganzen Missbrauchsvorfälle. Die Kirche hat ein Problem, Zeichen zu setzen. Dementsprechend reagieren auch viele Christen, die schon seit Jahrzehnten in der Kirche sind, vielleicht doch und sagen, es ist nicht mehr meins. Ne? Der synodale Weg weckte Hoffnungen, die enttäuscht wurden. Der Glaube an Reformen schwindet. Ich kann nur appellieren an die Menschen, die in der Kirche engagiert sind, weiter engagiert zu bleiben, sich für Reformen, für die dringend notwendigen Reformen einzusetzen. Es ist eine Kernschmelze, die Deutschlands Kirche gerade erlebt. Die Statistik von heute gießt das in dramatische Zahlen. Bei uns im Studio jetzt Jürgen Erbacher, er ist der Leiter der ZDF-Redaktion Kirche und Leben. Hallo, Herr Erbacher. Also es ist der vorläufige Höhepunkt dieser Austrittswelle. Wie ließe sich diese Entwicklung vermeiden, beziehungsweise wie kann man dem begegnen? Die Prognosen gehen davon aus, dass die Zahlen auch weiter hoch bleiben werden. Aber entscheidend, wir haben es gerade gehört, sind die Reformen. Die müssen jetzt konsequent umgesetzt werden. Eine große Mehrheit der deutschen Bischöfe möchte das auch tun. Es gibt eine kleine Minderheit von 4, 5 Diözesanbischöfen, die sich da immer dagegen stellen. Da muss sich die Mehrheit jetzt durchsetzen und muss vorangehen. Das ist zum Beispiel beim Arbeitsrecht gelungen, wo weitestgehend der Lebenswandel keine Rolle mehr spielt für Arbeitsverhältnisse. Es gibt auf nationaler Ebene noch ein paar Themen bei Transparenz, Mitbestimmung, die man sicher lösen kann. Dann bei den großen Themen muss Rom mit ins Boot, der Vatikan, der Papst, zum Beispiel Abschaffung des Pflichtzölibats oder mehr Ämter für Frauen. Rom verweigert sich gerade ein bisschen dem Dialog, der Gesprächsfaden ist weitestgehend abgerissen. Hier müssen die Bischöfe wieder schauen, dass man diesen Faden wieder aufgreift, weil ohne Rom wird es nicht gehen, aber ohne Reformen wird es auch nicht weitergehen. Was bedeuten diese Austritte gesamtgesellschaftlich und kulturell?
Der schwächt die Kirchen. Die evangelische Kirche steht ja vor ähnlichen Herausforderungen. Das heißt, die beiden Kirchen fallen zunehmend sozusagen als sozialer Kitt auch in der Gesellschaft aus. Sie sind zudem einer der größten Arbeitgeber in Deutschland nach den staatlichen Stellen. Wenn die Finanzen fehlen, müssen zunehmend Bildungs- und Sozialeinrichtungen geschlossen werden oder man muss versuchen, andere Träger zu finden. Das ist jüngst bei Schulen, zum Beispiel im Bistum Mainz oder Eichstätt, der Fall gewesen. Das heißt, auf Staat und Gesellschaft kommen hier große Herausforderungen zu, wenn die Kirchen zunehmend mangels Ressourcen ausfallen. Also düstere Perspektiven nicht nur für die Kirche. Vielen Dank, Herr Erbacher. Und wie es um die christlichen Kirchen in Deutschland bestellt ist, bei uns können Sie das alles noch mal online nachschauen, alle wichtigen Aspekte nachlesen über die derzeitige Mitgliedersituation bis zu den Missbrauchsfällen. Wir erklären es kurz und knapp in unserer ZDF-Heute-App. Verteidigungsminister Pistorius ist von heute an zu Besuch in den USA und bei seinen Gesprächen wird es hauptsächlich um Unterstützung für die Ukraine gehen. Erst gestern kündigte Washington weitere Militärhilfe in Höhe von 500 Millionen Dollar an. Russlands Angriffswellen auf die Ukraine halten weiter an. In Kramatorsk im Osten des Landes starben nach Behördenangaben mindestens 10 Menschen. Mehr als 50 seien verletzt worden. Antoine Kurschilden jetzt. Ein Restaurant mitten im Zentrum von Kramatorsk, völlig zerstört, getroffen von russischen Raketen. Rettungskräfte suchen fieberhaft nach Überlebenden. Das Restaurant war ein beliebter Treffpunkt in der Stadt, auch bei Soldaten. Es war gut besucht, als die Raketen einschlugen. Unter den Verletzten auch Journalisten und Schriftsteller, unter den Toten auch Kinder. Für Präsident Zelensky ein weiteres Kriegsverbrechen. Dieser Terror beweist uns und der ganzen Welt immer wieder, dass Russland für all seine Taten nur eines verdient. Niederlage und Tribunal für alle russischen Mörder und Terroristen. Moskau widerspricht, man greife nur militärische Ziele an, so Kreml-Sprecher Peskow. Kramatorsk ist die letzte größere Stadt unter ukrainischer Kontrolle im Osten des Landes. Ganz in der Nähe verläuft die Front, wo die Russen mit schwerem Artilleriefeuer versuchen, die ukrainische Gegenoffensive zu stoppen. Das ukrainische Militär veröffentlichte heute diese Bilder. Sie zeigen heftige Kämpfe bei Bachmut. Was passiert, wenn die Offensive nicht den gewünschten Erfolg hat, den erhofften Erfolg hat? Das zu beurteilen, müssen wir uns aufheben, dann, wenn es soweit ist, falls es soweit kommt. Ich setze auf die Großoffensive, auf die Gegenoffensive und alles andere wird sich finden. Die große Operation der Gegenoffensive stehe noch bevor, hieß es heute aus Kiew. Die Unzufriedenheit mit der Demokratie ist in ostdeutschen Bundesländern besonders groß. Gleichzeitig gäbe es ein erhebliches Wählerpotenzial für rechte Parteien. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Leipzig. Demnach ist nicht mal die Hälfte der Befragten mit der Demokratie im Alltag zufrieden. Fast zwei Drittel halten es für sinnlos, sich politisch zu engagieren. Cornelia Schiemens und Nicola Albrecht berichten. Es sind ernüchternde Studienergebnisse, die die Autoren des Leipziger Else-Frenkel-Brunswick-Instituts heute der Öffentlichkeit präsentieren. Wir sehen, dass Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und Verschwörungsmentalität weit verbreitet sind. Befragt wurden rund 3.500 Menschen in den 5 ostdeutschen Bundesländern und Ost-Berlin. Die Zustimmung zu rechtsextremen Aussagen sei hier hoch, so die Forscher. Demnach zeigten ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild rund 11,6% der Befragten in Sachsen-Anhalt. 7,1% sind es im Gesamtdurchschnitt. Zur rechtsextremen Einstellung gehört auch Ausländerfeindlichkeit. Mit 32,7% ist diese in Sachsen am höchsten. Der Durchschnittswert 27,9%, mehr als jeder Vierte. Die Autoren machen eine multiple Krisenlage dafür verantwortlich. Krieg, Klimawandel, 33 Jahre Transformation seit der Wende, aber auch eine strukturelle Benachteiligung des Ostens. Den demokratischen Parteien fehlten Konzepte, die AfD profitiere. Ich glaube, dass die AfD jetzt nah dran ist, ihr Potenzial auszuschöpfen. Sie haben die rechtsextrem eingestellten Personen von anderen Parteien eingesammelt. Es sind noch sehr viele, die Nichtwähler sind, die von keiner Partei erreicht werden. Der Wunsch nach starker Führung sei im Osten deutlich ausgeprägt, wie eine weitere Studienfrage zeigt.
Was Deutschland jetzt braucht, ist eine starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Dieser Aussage stimmen 26,3% der Befragten voll und ganz zu. Weitere 24,9% sind latent, also teilweise dieser Meinung. Die Studie dürfte für weiteren Zündstoff sorgen in der Debatte um hohe AfD-Werte und im Streit über die Benachteiligung Ostdeutscher. Im Tarifstreit bei der Bahn hat der Konzern jetzt eine Schlichtung vorgeschlagen. Die Gewerkschaft EVG wurde um Rückmeldung bis Freitagmittag gebeten. Zuvor war bekannt geworden, dass die EVG eigentlich morgen über einen weiteren Warnstreik entscheiden will. Vergangene Woche waren die Tarifgespräche nach monatelangen Verhandlungen gescheitert. Eine andere Meldung. Ein tödlicher Polizeischuss bei einer Verkehrskontrolle hat in Frankreich schwere Krawalle ausgelöst. Präsident Macron rief zur Ruhe auf und nannte den Tod des Jugendlichen unverzeihlich. Der 17-Jährige war gestern Morgen bei Paris aus nächster Nähe erschossen worden, als er während der Polizeikontrolle plötzlich losfuhr. Der Schütze wurde festgenommen. In der Nacht setzte eine aufgebrachte Menschenmenge Häuser und Autos in Brand. Auch heute werden Ausschreitungen in Pariser Vororten befürchtet. Der Immobilienkonzern Adler Group besitzt rund 27.000 Mietwohnungen und steht schon länger unter Druck. Schulden in Milliardenhöhe und als vergangenes Jahr Wirtschaftsprüfer den Abschluss nicht beglaubigten, stürzte die Aktie ab. Heute nun durchsuchten Ermittler Büros der Tochter Adler Real Estate in mehreren deutschen und europäischen Städten. Der Verdacht: Falschbilanzierung, Marktmanipulation und Untreue. Isabel de la Vega zu den Hintergründen. Mit Prestigeprojekten wie diesem Wohnturm in Berlin wurde die Adler Group zu einem der größten Immobilienkonzerne Deutschlands. 175 Ermittler der Staatsanwaltschaft Frankfurt und des BKA untersuchen seit dem Morgen europaweit 21 Objekte, darunter die Geschäftsräume des Tochterunternehmens in Berlin. Der Verdacht: Ehemalige Vorstände sollen sich der Untreue, Bilanzfälschung und Marktmanipulation schuldig gemacht haben. Zitat: Es besteht weiterhin der Verdacht, dass die Beschuldigten Scheingeschäfte tätigten, um Preise für Projekte in die Höhe zu treiben. In Finanzkreisen wird schon länger spekuliert, dass Adler den Wert seiner Immobilien beschönige. Der Fall erinnert an Wirecard. Auch bei der Adler geht es darum, Gewinne zu zeigen, die eigentlich nicht da sind, um damit den Kapitalmarkt zu überzeugen. Investiert in meine Aktie und gebt mir Geld mit Bankdarlehen und Anleihen. Wirtschaftsprüfer von KPMG hatten das Unternehmen im vergangenen Jahr durchleuchtet und die Bescheinigung für den korrekten Jahresabschluss verweigert. Seither sinkt die Aktie. Neben Aktionären könnten auch Kunden, die Wohnungen gekauft haben, betroffen sein. Für Wohnungseigentümer besteht die Sorge, dass eigentlich die vertraglichen Verpflichtungen, welche die Adler Real Estate AG eingegangen ist, dass die dem nicht nachkommen kann. Das heißt, Wohnungen werden nicht ausgebaut, Wohnungen werden nicht fertig gebaut und man muss dann mit der Adler Real Estate AG in den Rechtsstreit darüber gehen. Neue Wohnungen werden dringend gebraucht. Ein Immobilienskandal kommt da zur Unzeit. Bezahlbaren Wohnraum finden in ganz Deutschland, ist das ein Riesenthema. Die Berlinerinnen und Berliner stimmten vor 2 Jahren in einem Volksentscheid für die Enteignung bzw. Vergesellschaftung großer Wohnungsbauunternehmen. Dass dies auch juristisch möglich sei, zu diesem Schluss kommt jetzt eine Expertenkommission. Aber was genau bedeutet das, auch vor dem Hintergrund eines inzwischen neu gewählten Senates? Aus Berlin, Roman Leskova. Mit Spannung erwartet die Übergabe des Abschlussberichts. Darf Berlin Wohnungen großer Unternehmen vergesellschaften, lautete die zentrale Frage. Trotz Meinungsverschiedenheiten in der Kommission, im Grundsatz das Votum eindeutig. Artikel 15 unseres Grundgesetzes lässt dieses zu, auch durch Landesgesetz. Aber Sie müssen unglaublich viele Detailfragen beantworten. Eingesetzt wurde die Kommission noch von der alten rot-grün-roten Koalition. Grund war der gewonnene Volksentscheid der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ihre Kernforderung: die Bestände von Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin vergesellschaften. Die neue CDU-SPD-Regierung hat bislang nur ein unverbindliches Rahmengesetz vereinbart. Der Regierende bleibt trotz des Votums zurückhaltend. Es ist kein Geheimnis, dass ich, was das Thema Vergesellschaftung angeht, stets skeptisch war. Ich bin es immer noch.
Dabei findet Berlins Enteignungsinitiative mittlerweile Nachahmer auch in anderen Städten, etwa in Hamburg. Mögliche milliardenschwere Entschädigungen, die Berlin an Immobilienkonzerne zahlen müsste, schrecken sie nicht ab. Das Kommissionsergebnis ganz in ihrem Sinne. Über 1 Million Berlinerinnen und Berliner haben dafür gestimmt und haben einen ganz klaren Auftrag an ihre Regierung erteilt. Und die haben die Aufgabe, jetzt ein rechtssicheres Gesetz auf Grundlage der Ergebnisse der Kommission zu erarbeiten. In vielen Regionen bleibt der Wohnungsmarkt angespannt. Vergesellschaftungen als Mittel im Kampf gegen explodierende Mieten sind umstritten. Das Expertenvotum heute erstmal nur ein Fingerzeig. Die Beatles, die waren absolute Songwriting-Koryphäen, musikalisch extrem innovativ mit riesig kulturellem Einfluss und bahnbrechendem Erfolg. Klar, dass sie nachfolgenden Generationen ein nachhaltiges Erbe hinterließen. Nach wie vor werden aus diesem Nachlass immer wieder neue Schätze gehoben. Und über den jüngsten, der ab heute in der National Portrait Gallery in London zu sehen ist, berichtet jetzt Andreas Stamm aus London. Dunkle Wolken über New York, ein Sturm zieht auf, die Beatles erobern die Welt. Februar 64, die erste US-Tour, Geburtsstunde der Beatlemania. Festgehalten in bislang unveröffentlichten Fotos von Paul McCartney. Als wir das erste Mal nach Amerika kamen, irgendwie Kinder, die es in England schon ziemlich geschafft hatten, waren wir großspurige Idioten. So cool, so in etwa, hey, gib mir mal eine Zigarette. Aber es war magisch. Tausende Negative aus 3 Monaten frühe Fab Four hat er aus dem Privatarchiv herausgekramt für eine Ausstellung in der National Portrait Gallery in London mit 250 ausgesuchten Fotos. Es ist der Blick der Beatles auf alle um sie herum, nicht wie sie von allen betrachtet werden. Das ist so viel persönlicher und faszinierender, weil man spürt, wie es sich angefühlt hat, so etwas Außergewöhnliches selbst zu erleben. Der 81-Jährige präsentiert einer künftigen Königin stolz sein Werk schon vorab. Eine Zeitreise zu 4 Jungspunden aus Liverpool, die zum ersten Mal Palmen sehen. Zeugnisse einer unbeschwerten Zeit, die nicht nur die Welt der Musik für immer verändert hat. Schicke Bilder. Ja. So, wir sind beim Sport, Katja, und einer großen Überraschung im Tennis. Ja, allerdings beim ATP-Turnier auf Mallorca hat der deutsche Jannik Hanfmann, Nummer 48 der Welt, den an 1 gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas im Achtelfinale geschlagen. Hanfmann brauchte knapp 2 Stunden für den Dreisatzsieg. Voll konzentriert beginnt Hanfmann das Spiel gegen Tsitsipas, aktueller 5. der Weltrangliste. Gleich im ersten Spiel gelingt ihm ein Aufschlag-Break. Der einzige Deutsche im Turnierfeld von Mallorca zeigt die richtige Mischung aus Grundlinienspiel und Netzangriffen gegen einen Gegner, der sein eigenes Spiel noch nicht gefunden hat. Tsitsipas schafft kein Rebreak, was den Griechen zunehmend nervt. Folgerichtig entscheidet Hanfmann den ersten Satz nach 34 Minuten mit 6:4 für sich. Aber der 31 Jahre alte Karlsruher kann sein hohes Niveau nicht ganz halten. Doppelfehler, Aufschlagverlust, den zweiten Satz gewinnt der Favorit mit 6:3. Doch Tsitsipas hat seine Nerven nicht im Zaum. Strafpunkt wegen Ballwegschlagens. Hanfmann nutzt die Breakchance. Und nach 1 Stunde und 45 Minuten auch seinen ersten Matchball zum 6:2. Wieder hat Jannik Hanfmann, der Spätstarter, einen Gegner aus den Top 10 der Weltrangliste geschlagen. Bei den European Games in Krakau, Polen, waren die deutschen Wasserspringerinnen und Springer überaus erfolgreich. 6 Medaillen gewannen sie für den DSV. Für den goldenen Abschluss sorgte Timo Bartel vom 10-Meter-Turm. Mit diesem nahezu perfekten letzten Sprung verbesserte er sich von Rang 2 auf 1 und sicherte dem deutschen Team damit auch einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr. Weniger zufriedenstellend lief es für die deutschen Hockeymänner beim Pro-League-Turnier, einer Turnierserie mit 9 internationalen Top-Teams, die über 6 Monate geht. Deutschland in den weißen Trikots verlor in Amsterdam verdient mit 0:2 gegen die Niederlande und liegt in der Tabelle momentan auf Rang 5. 2 Spiele stehen in der kommenden Woche noch aus. 2-mal geht's gegen Spanien. Und auch die deutschen Hockeyfrauen haben eben gerade verloren, 1:3 gegen Neuseeland. So ist Sport. Danke. Mal gucken, wie Lotto ist. Hier sind die Gewinnzahlen vom Mittwoch. 5, 18, 28, 30, 34, 37 und die Superzahl 1. Weitere Gewinnzahlen und Infos auf lotto.zf.de und auf der ZDF-Textseite 5, 5, 7. Morgen zu erwarten, neue Gewitter mit Starkregen, mehr gleich im Wetter von Östen Terli.
Später um 21.45 Uhr startet das Heute-Journal mit Marietta Slomka. Ein Fokus: Wassermangel in Deutschland. Ja, das war's von uns. Schönen Dank fürs Zuschauen und sehr gerne bis morgen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Die Kaltfront eines Tiefs bei Island, die nähert sich allmählich und bringt morgen am Nachmittag erste Schauer und Gewitter. Die können schon kräftig sein mit Starkregen. Davor wird ordentlich warme Luft, die ist teilweise auch feucht, aus dem Süden herangeführt. Und so steigen die Temperaturen noch mal kräftig an. Die Kaltfront erreicht uns dann zum Freitag. Und dann können die Gewitter durchaus auch stärker sein und im Unwetterbereich liegen. Schauen wir uns die Nacht an. Im Nordwesten gibt es etwas Regen, sonst klart es auf. Und in Bayern wird es kalt mit Werten bis 8 Grad, sonst 18 Grad ganz im Westen Deutschlands. Und morgen am Vormittag im Westen erste Schauer. Ansonsten bleibt es trocken. Zum Nachmittag werden aus den Schauern dann auch allmählich Gewitter und die können durchaus Starkregen dabei haben. Im Südosten bleibt es größtenteils sonnig. Temperaturen dazu bis 30 Grad am Oberrhein und 23 Grad an der Nordsee. Die nächsten Tage. Am Freitag kommt die Kaltfront, überquert uns teils unwetterartige Gewitter, 20 bis 27 Grad und danach ist es nicht mehr ganz so warm. Einen schönen Abend.